Passt auf, Mini-Marius! Hier im Glitch-Gletscher wollen wir bloß nicht ausrutschen und hinfallen, denn das wäre fatal. Deshalb aufgepasst, kleinen Todis. Ich weiß nicht, warum die uns hier irgendwie immer so uns austricksen, alles hier umschmeißen. Aber let's go, little guys! Wie kriegen das hin? Okay, die können einfach rüberlatschen, das macht Sinn. Aufgepasst, da kommt ein Ding runter. Das können die ja gar nicht bekommen, oder? Doch, das können die bekommen. Die können doch bestimmt hier hochklettern, oder? Die können nicht hochklettern. Okay. Hilft mir das? Nein, ich glaube, das hilft mir nicht. Okay, warte, andere Idee. So, spring mal rüber. Oder so, ja. Ja. Jetzt warten. Und jetzt können wir das schon mal bekommen. Genau, denn die können alle springen. Das wissen wir ja seit letztem Mal. Warte mal. Wir können doch bestimmt darüber, oder? Yes! Perfekt! Ja gut, aber hier können sie nicht rüber. Okay, wartet einfach mal dort. Ihr könnt doch kurz chillen, während Baba das alles hier durchaus denkt. Thank you, Mario! Hä? Mario! Was ist denn da passiert? Wie? Die rufen nach mir, weil ich so weit weg bin. Come back, Mario! Okay, okay, hier bin ich, hi. Komm, folgt mir. Können wir alle folgen. Ja? Jetzt haben sie mich gehört, perfekt. Okay, dann müssen wir wohl hier weitermachen. Wir brauchen aber die andere Plattform, also die rote. Blab. Achtung, jetzt rüber. Komm, hier ist ein Trampolin. Boing. Das Trampolin bewegt sich ein bisschen, hab ich gerade gesehen. Hä, ist falsch. Ich muss mit dir nach oben. Nee, das ist schon richtig, ich mach mit dir nach oben. Wait. Die Zeit geht mir aus. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay, ich glaube, der blaue Schalter ist richtig. So. Oh Gott. Okay, warte. Nein. Ah, das war eigentlich richtig die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich mache irgendeinen Blödsinn. Okay, wait. Also es ist richtig, dass ich nach oben bringen muss, die kleinen Viecher. Schnell. Okay, sehr gut. Hurri. Nein, der blaue Schalter. Nein, hallo. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich versuche es aber trotzdem nochmal. Also, die können ja leider nicht nach oben mitkommen, oder? Die wollen zumindest nicht. Ich glaube, die können das wirklich nicht. Hä? Wie sollen die denn sonst hier hochkommen? What? Das macht keinen Sinn. Ich bin ziemlich dumm. Ja, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber, ja, es ist eigentlich relativ offensichtlich, was er tun muss. Also hier den blauen Schalter, das ist schon mal richtig. Aber, ja, hier ist ein Trampolin. Das können wir mitnehmen. Ich dachte, das Trampolin wäre nur einmal kurz benutzt und das war's dann mit dem Ding. Aber nope, das ist sehr wichtig. Deshalb, das sollten wir... Mann. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt. So, ab nach oben damit. Jetzt springen sie alle nach oben. Hoffentlich. Kommt mit. Springt bitte. Ja, egal welche Richtung. Links, rechts, egal. So, einer. Zwei. Perfekt. Jetzt muss ich die einfach nur hier nach unten bringen irgendwie. Ja, die rutschen. Okay, das ist sehr gut. So, jetzt alle nach oben springen. Achso. Juhu, yippie. Oh. Ja. Ich muss halt auf die anderen warten, bin es ausgerutscht. Ja, super simpel, super einfach. Ich hab's einfach nur nicht gecheckt. Habt ihr es denn im First Try gecheckt? Lasst es mich auf jeden Fall wissen, ob ich einfach nur dumm bin oder ob da mehrere mit mir leiden. Naja, wie auch immer. Über diese sechste Welt war bisher die schwerste von allen. War auf jeden Fall komplizierter. Oh no. Aber jetzt können wir uns endlich an dem großen Gorilla rächen. Ja! Okay, diesmal ist auf der rechten Seite statt irgendwie oben. Was soll ich denn machen? Ich hab nix. Ich kann ja auf seinem Kopf springen, das funktioniert bei Donkey Kong nicht. Der hat da spitze Haare. Na, keine Ahnung. Schaut mal hier. Ein eingefrorenes Fass. Das ist mir zu kalt. Ein paar Pirouetten machen. Kommen wir easy durch, hoffentlich. Oh Gott.
Da müssen wir lang. Das müssen wir mitnehmen. Komm, nimm mit. Nimm mit. Perfekt. Und rüber. Oh, das war's. Ey! Boah, Alter, wie er mich gepuncht hat. Okay, da muss ich jetzt gleich nochmal nachholen. Das Level war aber klar, dass ich First Try schaffe. Okay, komm her. Bumm! Das trifft. Perfekt, das rutscht nämlich noch. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, der Kampf. Aber man muss sich einfach nur konzentrieren. Ich finde das Schwierigste hier. Ja, warum? Das Schwierigste sind die Schneebälle, die random irgendwie runterfallen. Also zumindest kommt es mir random vor. Wahrscheinlich ist es das nicht, aber wie gesagt, es kommt mir so vor, als wäre es random. Aufpassen. Nein. Und schnell. Bam. Auf die Stirn drauf. Wunderbar. Warum hört der Schnee irgendwie auf? Der Schneeregen hört einfach auf. Cool. Ach, wie gesagt, tue ich eben nach. Boah, zwei Treffer. Ja, hätte man sich besser anstellen können. Aber oh yeah. Geschafft. Welt 7 steht bevor. Was wird sein? Was wird sein? Oh, bin gespannt, bin gespannt. Mysterienforce. Also eine Dschungelwelt oder ein Wald? Ne, Dschungel hatten wir schon mal. Das ist dann wohl eher ein Wald. Mysterienwald. Mysterienforst. Aha. What? Okay. Das Icon für das Bild. Für dieses Bild von Tolkien so lustig. Okay, weiter geht's. Level 1 von Welt 7. Mysterienforst. Was ist denn hier so mysterisch? Ein großes Mysterium zu lüften. Oh mein Gott, der Dieb war Donkey Kong. Ich habe das Mysterium gelüftet. Kriege ich jetzt einen Preis? Here we go. Nope, noch nicht. Ah, damit wechsle ich die Richtung. Okay. Das wirkt aber bisher sehr einfach. Also, ich mache einfach den hier. Moment. Hä? Nicht? Geht das nicht? Oder von oben? Ja, einfach nach oben. Ah, noch nicht. Jetzt? Boing. Nein, nein! Hä? Aha. Okay, das muss man schneller machen. Nach oben. Rüber. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Und jetzt rüber. Und dann schnell abholen. Nein! Ah. Boah, das ist echt knapp bemessen von der Zeit her. Ja, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Also, for real, for real. So, ja, Gott, ich hatte schon, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Doch, zum Glück schon. Timing wird immer knapper. Oh no. Okay, ich kann aber auch dagegen rennen, nur halt langsam. Aber es klappt, das ist gut zu wissen. Oh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, hier an beides ranzukommen. Okay, hab ich. Komm, schieß mal. Wie langsam der schießt, ne? Oder der schießt. Okay, perfekt. Wir haben beide. Jetzt aufpassen. Schnell nach oben klettern. Aber aufpassen, Mario! Mario, aufpassen, okay? Ich will's nicht nochmal sagen. Ich muss nicht ein einziges Mal den Knopf übrigens drücken hier, ne? Ihr müsst den wirklich gar nicht drücken. Ich weiß auch nicht, warum ihr ihn drücken solltet. Macht's einfach so, wie ich es gemacht habe. Minus, dass ich mich treffen lassen habe. Aber ansonsten alles gleich machen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht zum Verwirren. Man denkt, man muss den Schalter drücken. Nein, guckt erstmal, ob es auch so klappt. Oder guckt generell einfach. Ja. Monkey! Was will Äffchen da mit seinem Instrument? Was hat der vor? Pinke Scheigeis, sie schlafen. Ich sterbe jetzt, oder? Ja. Ich wollte den Jump nicht mehr machen, das war aus Versehen. Okay, was steht überhaupt? Hammer wegwerfen. Hä? Das ist doch etwas, was man schon seit dem allerersten Level macht. Oh, das ist der Ersatz für die Mäuse. Okay, die Maus war aber auch im Original ein sehr random Gegner. Also, warum der Maus? Hier ist es jetzt wirklich einfach. Wow. Wow. Hier ist es jetzt wirklich einfach ein Shy Guy in Pink. Ja, gefällt mir mehr. Warte mal.
Das ist gar nicht mal so gut, dass ich jetzt den Schlüssel habe, weil ich wollte den Schlüssel noch gar nicht. So, erstmal hier hinten lang. Krieg ich den Schlüssel noch? Nee, komm, ist egal. Krieg ich nicht mehr. Hol mir schnell wieder. Kein Problem. Bam. Ja, aber es gefällt mir. Das ist gut umgesetzt. Vor allem, ich musste wieder das Spiel loben. Die Steuerung hier ist so viel besser als auf Game Boy und Game Boy Advance. Ist auf jeden Fall viel angenehmer. Ah ja, ich sehe schon. Komme ich da rüber? Wait, das schafft man doch. Oh, wie langsam Mario klettert. Was? Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber das schafft er. Ja, geht doch. Ich hätte schon hier irgendwas falsch gemacht. Oh Gott, hier gibt es aber zwei Geschenke, sehe ich erst jetzt. Okay, aufpassen. Okay. Auf ihn draufspringen kann ich, das killt mich nicht. Ich habe aber die Angst, wenn ich ihn berühre, dass es mich schon killt. Obwohl er eigentlich kein Gegner ist, es ist ja einfach nur ein Affe, der hier lebt. So habe ich ihn immer angesehen. Ja, okay, verstehe. Ich muss diesen Affen hier runterkriegen. So, Moment. Komm, step drauf, bong. Wie er kurz innehält. Okay, weitermachen. Ja, perfekt. Roter Schalter. Festhalten. Mama mia. Yahoo. Hä? What? Ganz ehrlich, ich mag dieses Level nicht, weil man so langsam nach oben klettert. Mach doch zumindest zwei Seile überall hin. Dann ist es nicht so arschlangsam, ehrlich. Na gut, was soll's. Yippie! So, aufpassen. Ich weiß wirklich nicht, was ich falsch gemacht habe. Jetzt geht's nämlich. Sehr seltsam. Also absolut keine Ahnung. Aber hey, jetzt haben wir's. Yippie! Schön. Oh, yeah, yeah. Ein Bum 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 Bum. Der hat aber auch nur zwei Hälften. Also da sieht man auch, dass er aus einem, dass es einfach nur so ein Auftrittsspielzeug ist. Bei einem Bob Bomb merkt man es nicht, weil er vom Design her dieses Auftrittsding hat, aber dass er zwei Hälften hat, das müsste es eigentlich konfirmieren, dass das auch ein Spielzeug ist. Würde auch Sinn machen. Okay. Rüberwerfen. Mitkommen. Nehmen. Rüberspringen. Nicht rüberspringen, Mist. Nee, was will ich denn eigentlich machen? Was habe ich denn eigentlich vor hier? Ich weiß gerade gar nicht, was überhaupt mein Plan ist hier. Mein Ziel. Das muss anders machen. So. Wegwerfen. Mitnehmen. Oh, wait. Ich muss sie nur wegwerfen und dann... Nee. Hm? Nein. Oder? What? Wieso kann ich den nach oben werfen? Was bringt mir das? Wait, irgendwas übersehe ich hier. Roter Schalter? Ach, nee. What? Okay, wartet mal einen Moment. Ich muss kurz ein bisschen nachdenken, die Zeit ist echt knapp. Werfen. Schalter, Schalter. Nee, das hat nicht geklappt. Vielleicht schneller? Nee, da glitscht einfach durch. What? Okay, schaut mal. Wenn das rot ist, ist es offen. Hurri, hurri. Ich verstehe schon. Ich weiß. Ja, aber warum sollte ich den Schlüssel hier überhaupt hin mitnehmen? Das check ich nicht. Lass doch den Schlüssel einfach hier, oder? Wartet mal. Kann ich nicht einfach erstmal rüber Schatz mitnehmen? Ich kann auch hier hoch. Schön und gut. Bringt mir nichts. Hä? Jetzt hab ich's doch. Oder? Ach nee, weil ich den Schlüssel da nicht hochbekomme. Den muss ich da jetzt nach oben werfen, während der Schlüssel hier bei der Plattform ist. Oder? Oder?
Warte mal. Okay, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Was zur Hölle? Das Level verwirrt mich übelst. Okay. Nee, das ist falsch. Warte mal. Komm wieder zurück. Okay. Rüberwerfen? Das ist falsch? Aber warum ist das falsch? Boah, sorry Freunde, aber ich check absolut gar nichts gerade. Das ist mir gerade viel zu knifflig. Also komplett viel zu knifflig. Ich check gar nichts. What? Hurry, ja. Verstehe ich. Hier, warte, ich hab eine Idee. So? So? Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott. Boah, das war extrem schwer. Boah. Da musste ich jeden einzelnen meiner Gehirnzellen benutzen. Musste ich alle aufwecken. Das war echt schwer. Finde ich. So. Nein, falsch. Da lang. Also manche Mario-Spiele, wenn man Bob-Oms wirft, gegen eine Wand zum Beispiel, explodieren die sofort. Hier leider nicht. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie es nicht tun. Aber irgendwie fände ich es schon besser. So, bumm. Einmal noch. Kommt her. Ja, egal in welche Richtung ihr rausspringt. Irgendwo. Komm mit. Hurry. Bumm. War das dumm? Nee, war klug. War gut. Oder zumindest war es gut. So, du kommst mit. Ich bin mal da drauf. Aber doch nicht. Ich wollte ihn als Plattform benutzen. Ich muss den blau. Wo ist der blaue Schalter? Hau mal ab. Wo ist der blau? Wieso? Wait, was? Ach, da ist ein blauer Schalter. Bin ich blind? Okay, warte. Hier ist ein blauer Schalter, ne? Wihi. Wie soll ich da hochkommen? Ich könnte einen Bob-Omb da hinlegen und hoffen, dass ich schnell. Oh. Aber warte mal. Warte mal. Hier ist da noch ein roter Schalter. Was war der? Hell? Das macht doch gar keinen Unterschied. Nee, das ist dumm. Das macht keinen Sinn. Oh, das ist hier. Nein! Ich wollte gerade was erklären. Also, was ich erklären wollte. Genauso hatten wir es doch auch am Anfang, glaube ich, gemacht, oder? Wir haben hier einen Bob-Omb mitgenommen. Hier. Übers Trampolin haben wir es mitgenommen, glaube ich. Dann würde ich den hier hinwerfen, schnell drauf, hoch und hoffen. Ja. Das andere würde mir halt nicht einfallen, ne? Ich sollte aber warten, bis er rübergewatschelt ist. Um möglichst viel Zeit übrig zu haben. Ist halt nur doof, dass es so lange dauert. Aber solange der mich nicht sieht, zündet der auch noch nicht. Hä? Also, langsam wird's langweilig, Spiel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie der mich da erwischt haben soll. So. Werfen. So, kommt übrigens heran. Gern geschehen. Jetzt habe ich es endlich mal zeigen können. Yippie. So, den Bob-Omb brauche ich, dann können wir das damit beenden. Nur war es gerade viel zu knapp, deshalb warte ich auf den nächsten. Moin. Aus irgendeinem Grund springt das auf der anderen Seite raus. Kann mir aber egal sein. Das reicht völlig aus. Whippie! I got it! Yahoo! Oh boy. Freunde, wenn ihr sehen wollt, wie es hier in dem super komplizierten Mysterienforst weitergeht bei Mario vs. Donkey Kong, lasst ein Like da, Abo da. Okay, kennt das ganze Spielchen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Okay. Also immer unten bleiben. Weil wenn die Projektile von oben kommen, hast du unten am meisten Reaktionszeit. Logisch gesehen.